Wer sind die beiden Frauen, die uns von diesen Rolltoren im Viertel Poble-Sec in Barcelona aus ansehen? Maria Aurelia Capmany war Schriftstellerin. Isabel Steva, bekannt als Colita, ist Fotografin. Bodenständige Frauen und Pionierinnen des antifrankistischen und feministischen Aktivismus. Gemeinsam schufen sie dieses Buch, das die Situation der Frauen im postfrankistischen Spanien einfing, wie kein anderes. Das ist Colita, seit über 40 Jahren visuelle Chronistin Spaniens und vor allem Barcelonas. Ihr sorgsam geordnetes Archiv enthält die Früchte einer vielseitigen Karriere, die unter anderem mit dem Nationalen Preis für Fotografie ausgezeichnet wurde. Klick für Klick entstanden so mehr als 40 Ausstellungen und 30 Bücher. Schlagen wir doch einmal dieses auf. Antifemina ist der Titel eines verbotenen Buches. 1976 treffen sich Maria Aurelia und Colita, wie so häufig, in der morgendlichen Schlange beim Bäcker. Maria Aurelia sagte zu mir, du hast sicher viele Fotos von Frauen, zu Frauenthemen. Und ich sagte, oh, sehr viele. Franco ist da schon einige Monate tot. Doch erst seit einem Jahr haben Frauen das Recht auf ein Bankkonto. Ihre Arbeit wird kaum anerkannt. Sie haben kein Sorgerecht für ihre eigenen Kinder. Und Ehebruch, bei Frauen, nicht bei Männern, ist ein schweres Vergehen. Scheidung, Verhütung, Abtreibung, Fehlanzeige. Ein guter Zeitpunkt, um über die Situation der Frauen zu sprechen. Doch trotz des Ablebens des Diktators ist Pressefreiheit bisher kaum gegeben. Bei dem regimetreuen Verlag Editora Nacional ein feministisches Buch vorzuschlagen, war ziemlich riskant. Maria Aurelia und Colita stellen ihr Werk wie eine Collage zusammen. Sie schrieb einen Text und tippte ihn auf der Maschine. Wir schnitten ihn aus, legten das Foto hin und den Text darunter. So haben wir ein Modell gemacht. Nicht vorzeigbar. Denn nicht vorzeigbar? Weil es so einfach und schäbig war. Colita holt unveröffentlichte Fotos aus ihrem Archiv. Wenn nötig, macht sie neue Bilder, um einzelne Kapitel des Buches zu ergänzen. Ich war wie eine Straßenhündin, gerne draußen. Ich habe mit Vergnügen auf der Straße fotografiert. Meine Fotos sind Straßenfotografien. Ich bin hochgeklettert auf Laternen und auf Dächer und verkleidet durch mein Barrio Chino gelaufen. So war das. Ihre Fotos zeigen Frauen in Nahaufnahme und von Weitem in ihrer körperlichen und sozialen Vielfalt. Models, Arbeiterinnen und Prostituierte aus dem Barrio Chino, der Unterwelt Barcelonas. Es gibt religiöse Szenen, Schnappschüsse, inszenierte Bilder und Stillleben. Wir finden das Lächeln der Gitanos, aber auch ihren Kummer. Die Bilder erzählen, wie es damals war, eine Frau zu sein, die sich nicht emanzipieren kann, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt wird, allein oder verheiratet. Eine Frau, die zum Objekt wird. Die Frau ist zur Antifemina geworden. Sie ist weder eine Frau noch ein Mann. Sie ist etwas anderes. Und was ist die Geschichte hinter dem Titelfoto? Dieses Foto muss man nicht erklären, es ist, was es ist. Ein kleiner Schuh allein an einem Strand, warum auch immer. Mit anderen Worten, die Antifemina. Als das Buch erschien, wurde denen in Madrid plötzlich klar, was sie getan hatten. Dass sie ein feministisches Buch herausgebracht hatten, das keine Zugeständnisse machte. Und was taten sie? Sie nahmen es aus den Buchhandlungen, sie nahmen es vom Markt und verwandelten es in Konfetti. Nach der Zensur wird das Buch zum Kultobjekt. 2021 beschließen Colita und der mit ihr befreundete Künstler Francesc Polop, das Buch neu herauszubringen. Er hat den Geist des Buches vollkommen respektiert. Er hat es in ein absolut exquisit gestaltetes Buch verwandelt. Das war Antifemina vorher nicht. Frauen sind nie weit von Colitas Objektiv entfernt.
könnte eines dieser Fotos, die später aufgenommen wurden, Teil von Antifemina sein? Sie würden perfekt in Antifemina passen. In Barcelona sind noch heute Spuren des Frauenbildes aus den 60er und 70er Jahren zu finden. Könnte es einen zweiten Band dieses in seiner Perspektive wegweisenden Buches geben? Wissen Sie was? Antifemina ist gut so, wie es ist, weil es zeigt, wie es war.